Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Café Owner Simulator. Und ihr sehen könnt, hier ist schon wieder alles mögliche kaputt. Ja, sehr schön. Bevor nämlich gleich der Feuerwehrheinz hier noch kommt, ne? So, irgendwo haben wir Müll. Wo ist Müll? Hier draußen ist Müll. Dann wollen wir das mal eben schnell wegmachen. So, und dann wollte ich mich nämlich noch hier um bezahlte Rechnungen kümmern. Nee, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut, werde ich wohl machen müssen. Tschüss. Naja, egal. Ich wollte mich, bevor es wieder hell wird und wir aufmachen, nochmal hier oben um den Raum kümmern. Ich habe jetzt hier über die Wände so ein bisschen gemacht. Jetzt wollte ich hier eigentlich noch hingehen und wollte hier nochmal Stühle und so einen Scheiß hinstellen. So, Möbel. So, was nehmen wir denn da? Soll man hier mal so Vierertische nehmen? Warum nicht, ne? Kann man einfach mal machen. Ein bisschen drehen. Dass wir die gerade haben. Ja, so würde ich sagen. Und, ja, so können wir sie stellen. Einmal und zweimal. Dann machen wir hier oben so ein paar Vierertische hin, oder? Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Na, ja, so. Und, Moment. So, okay, alles klar. Da haben wir ein paar Vierertische. Und dann können wir, glaube ich, kann man hier noch ein Zweiertisch hinstellen? Weiß ich nicht. Probieren wir aus. Zeig mal her. Na, geht da noch was? Ja, komm, hier, da geht noch einer, ne? So, genau dazwischen. Passt. Die Frage, passt hier noch einer hin? Wir brauchen Sitzplätze. Wir brauchen ohne Ende Sitzplätze, Freunde. Na, komm. Nein. Ein Tick. Ja, so. Okay. Ja, so könnte gehen, ne? So haben wir Vierer- und Zweiertische. Passt auf jeden Fall. So, dann machen wir hier mal noch irgendwie ein bisschen Beleuchtung rein. Haben wir hier noch irgendwo... Warte mal, wir könnten hier auch noch einen Rauchmelder hinzimmern, bevor hier irgendeiner anfängt zu schreien. Hammer. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Lampe am besten. Wände. Lampen hier. So, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, machen wir die hier. Okay, irgendwo ist was kaputt. Warum? So, da eine Lampe. Hier eine Lampe. Hier eine Lampe. Kann man hier noch eine? Ja, dann machen wir hier noch eine, so eine Runde hin. So ins Treppenhaus hier. Zack. So, und dann ist es hier auch ein bisschen beleuchtet. Läuft. Ich glaube, so kann man es erstmal lassen. Ja, denke ich mal. So, dann wollen wir mal gucken. Irgendwo war noch was kaputt. Ah, hier hinten. Okay, reparieren wir das Ding. So, jetzt soll aber bitte nichts mehr kaputt gehen, dann würde ich sagen. Ach so, Moment, halt, wie sieht es hier aus? Müssten wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Nachschub kaufen, ne? Warte mal, wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch. Ja gut, nee, dann lassen wir es erstmal. Dann brauchen wir erstmal nichts. Dann würde ich sagen, wie viel haben wir? 5:32 Uhr, können wir den Laden aufmachen. Gar kein Problem. Dann warten wir mal darauf, dass jetzt hier einer reinkommt. Ich habe auch noch mal die, gut, dass ich alles repariert habe, ne? Bitte Feuer, Heinz. Ich habe auch noch mal die Menükarte erweitert. Oh, hier ist noch was kaputt. Schnell, schnell. Ui, Glück gehabt. Ich habe nichts in der Hand. Ich habe nichts gemacht. So, was hat die denn, Croissant? Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ich hoffe, der bemängelt jetzt nicht. So, 5 von 5, jawohl. Sehr schön. Haben wir das erledigt? Puh, Glück gehabt.
Ja, Menükarte habe ich erweitert um einiges. Hier Sushi Golden Dragon, Nudeln Carbonara, Pasta Bolognese, Hähnchenflügel, Popcorn, Apfelkuchen, Fritten. Also da ist ein bisschen was dazugekommen. Ach, komm mal, jetzt gehen wir alle hier zum Bäcker Heinz oder was? Ja, läuft, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Wo sehe ich, wie viel ich noch habe? Eigentlich nur hier drin, ne? Also Croissants sind auf jeden Fall noch welche da. Eclairs haben wir auch noch. Kuchen muss man bald machen. Oh Gott, gut, dass der Typ gerade weg ist. Aufgabe erledigt, jawohl. Bewertung Ihres Cafés sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg Ihres Gastronomiebetriebs. Erreiche Stufe 8 und schalte die Möglichkeit frei, die Leistung deines Cafés zu überprüfen. Sehen Sie sich diesen Abschnitt an. Okay, wo kann ich das sehen? Okay, kein Dunst. So, wie sieht es eigentlich hier mit dem Mülleimer aus? Könnten wir auch mal wieder entsorgen, ne? Ne, müssen wir 50% haben. Oha, Entschuldigung. Der Müll soll hier nicht sein. Wollen wir mal eben auch mal schnell wischen hier überall. Na, komm. Na, will er nicht? Jetzt. Sehr schön. So, Müll weg. Alles klar. Oh, schönen guten Tag. Was darf ich für Sie tun? Ein Apfelkuchen, kein Problem. Nachtisch, Apfelkuchen. So, jetzt will ich mal hoffen, dass Sie das hier zusammengezaubert kriegen. Müsste ja eigentlich funktionieren. Er backt einen Apfelkuchen. Na, wirst du fertig? Na gut, wir warten mal. Hier mit dieser Popcornmaschine bin ich irgendwie noch nicht so konform. Da weiß ich immer noch nicht, was ich hier machen soll. Was? Jawohl. Her damit. Wie warmer Apfelkuchen. So, wer kriegt den denn? Bitteschön, Lady. Vielen Dank für das Trinkgeld hier. Ist hier noch was? Nee. Oh, da haben wir einen schwer arbeitenden Bauarbeiter. Guten Tag, Sir. Sushi Golden Dragon, kein Problem. Können Sie haben. Dort. Jawohl, der hat hier auch noch was gesnackt irgendwo. Da muss ich auch mal langsam gucken, was wir da noch haben. Naja, gut. Gott, hier schon wieder Dreck ohne Ende, ne? Was ist hier los? Geht ja mal gar nicht klar. So, vielen Dank. Wir müssen halt ein bisschen Kohle machen. Ich will diesen Raum da oben noch freischalten. Hähnchenflügel. Okay, wo sind die Hähnchenflügel? Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Da. Jawohl. Und einmal Sushi Golden Dragon. Alter, was die hier für einen Dreck reinschleppen? Was ist denn los bei denen da? Ich glaube, ich lüge. Ist ja voll widerlich hier. Jeder latscht hier rein, hat hier voll den Dreck am Start. Hatten wir nicht auch irgendwie. Warte mal, gab es nicht irgendwie auch so einen Hausmeister? Verwalten? Kann ich nur. Warte mal, besonderer Mitarbeiter. Sie können einen Hausmeister an. Moment. Ich muss erstmal die Bestellung hier raushauen. So. Einmal die Hähnchenflügel für Sie, Sir, bitte. So, haben wir alles hier. So, Moment, jetzt gucken wir nochmal eben. Wo war das? Menü? Nee. Verwalten. Besondere Mitarbeiter. Sie können einen Hausmeister engagieren, der den gesamten Müll innerhalb und außerhalb der Einrichtung beseitigt. Das Gehalt des Hausmeisters beträgt $50 pro Tag.
Ja, komm. Hau rein. Müssen wir hier so einen Hausmeister klar machen, weil diese Putzerei nervt. So, einmal Apfelkuchen bitte. Nachtisch. Bitteschön. So, jetzt fängt der Laden so langsam an zu brummen. Wir haben zweimal Müll. Wo? Wo ist Müll? Hier ist einmal Müll. Ist hier noch irgendwas kaputt? Nee. Sah so aus. Sind jetzt hier oben eigentlich auch Leute? Gehen die jetzt hier rauf? Nee, hier sitzt noch gar keiner, ne? Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Einmal solche Käse, kein Problem. Sie steht auf altbewährtes, ne? So, dann den Apfelkuchen mal eben schnell zurück. Wo ist denn hier Apfelkuchen? Da. Bitte schön, Sir. Dankeschön. So, ja, wie gesagt, ich will da oben mal reinhasseln. Wir haben bei meinem Restaurant hier 9000 Dollar kostet der Spaß. Erweitern des zweiten Stocks. Tja, müssen wir mal schauen. Mit jetzt knappen 11.000 ist mir das ein bisschen zu knapp, wenn ich ehrlich bin. Deswegen warte ich da lieber noch. So, was kriegt der denn eigentlich? Moment, wo ist denn der jetzt her? Da war doch noch ein. Hä? Wo kam der denn jetzt her? War der oben? Der eine? Der hier? Keine Ahnung, egal. Läuft noch nicht so ganz, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Jetzt müssen wir hier so ein paar Leute kommen. Aber gut, das ist regnerisch, ne? Aber dann könnten die eigentlich reinkommen hier. Hier ist es trocken. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Jawohl, und die kauft sich auch noch was an. Wie sieht es denn eigentlich aus in dem Getränkebottich hier? Inventar, zeig mal her. Ja, reicht erstmal noch, ne? Das passt schon. Bewertungen Ihres Cafés sind. Wo kann ich diese Bewertungen sehen? Ah, warte mal. Steht hier einer? Schönen guten Tag. Eine Lasagne kommt sofort. Zack. Ich habe auch die Preise mal ein bisschen angehoben. Vielleicht kommen deswegen so wenig. Ich weiß es noch nicht. Er könnte der Hausmeister direkt und putzt. Ja, aber ach, das ist der Hausmeister, der da draußen steht. Na dann. Ja, Kollege, komm, wenn ich hier am Tisch sauber mache, dann kann ich auch selber machen, ist kein Problem. So, den müssen wir mal entsorgen. Wie sieht es denn hier mülltechnisch aus? Kann ich das irgendwo sehen? Keine Ahnung, wir bestellen hier einfach mal. So, schönen guten Tag. Einmal Popcorn. Nachtisch. Ne, wo ist denn das Sonstiges? Unter was fällt Popcorn? Fast Food? Ja, hier, Popcorn. Popcorn geht von mir für 5 Dollar. Ach, da geht der hier an den Automaten und macht das. So läuft der Hase. Ah, geil. Ja, gut zu wissen. So, was habe ich hier eigentlich in der Hand? Lasagne. So, bitteschön. Das ist ja mal cool zu wissen. Ah, dann brauchen wir auch diese Eismaschine, ne? Haut er sich hier erstmal eine dicke Packung Popcorn rein, läuft bei dem. Warte mal, wo kann ich die denn kaufen? Amazon? Ah ne, da kann ich ja gar nicht rein jetzt gerade, ne? Scheiße. Das ist ja blöd. Ja, aber dann müssen wir auf jeden Fall nochmal so eine Eismaschine oder sowas. Gab's doch auch, glaube ich, ne? Glaube ich auch, ne? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall mega nice. So, wie sieht es jetzt hier oben aus? Ach, guck mal, jetzt geht er da hinten und fegt die Blätter weg. Also der Hausmeister macht sich bewährt. Was bin ich gerade da draußen? Okay, wie viele Hausmeister habe ich? Ach, das ist der Top ist hier. Ich wollte gerade sagen. So, warte mal.
Ich glaube, wir könnten hier noch ein bisschen Kuchen nachballern, ne? Käsekuchen. Wir kaufen mal 5 Stück. Öffne den Ofen, nimm die Ablage, fülle die Ablage mit Käsekuchen. Zack, und beginne mit dem Backen. Jawohl, sehr gut. Oh, Cristiano Ronaldo war auch schon wieder da. So, schönen guten Tag, was darf ich für Sie tun? Ein Döner. Ey, geh weg. Hallo, Mann. Diese blöde Anzeige jedes Mal da drin, ne? Komplett unnötig. Oh ja, hier liegt Geld. Her damit. Zack. Money, money, money. Money, money, money. Jawohl, sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Öffne den Ofen, nimm die Ablage und geh zum Regal. Bitteschön. So, okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit Kuchen auch wieder bestückt. Jetzt gehe ich nochmal nach oben, nicht, dass da oben auch noch Money liegt. Nee, tut's nicht. Okay. Dann müssen wir warten. Oh. So, schönen Tag, Sir. Was darf ich für Sie tun? Pasta Bolognese, endlich. Jetzt geht's hier mal richtig rund. Pasta Bolognese, bitteschön. So, und dann haben wir hier noch eine Bestellung. Einmal Döner. Jo, Bro, ich komme gleich. Moment. Hier dein Döner, Kollege. Und einmal Apfelkuchen. Wie warmer Apfelkuchen. Bitteschön. So, leider haben wir ja nur zwei Köche, ne? Eigentlich müssten wir echt noch ein bisschen erweitern. Wie viel haben wir denn jetzt? 12.000. Wenn wir 3.000 Differenz haben. Ach, du könntest ja doof, ey. Komm her, du Figur. So, was will er? Ja, komm hier, nimm 4 Dollar. Passt schon. Hau ab. So. Das ist hier Pasta Bolognese, haben wir hier fertig. Wir waren das der hier, ne? Bitte schön. Zack. Hausmeister schon wieder am Start. Sehr gut. Das mit dem Hausmeister funktioniert aber echt geil, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Kloppt mal den Apfelkuchen hier noch raus. Bitte schön. So, wie viel haben wir denn? 20:27 Uhr. Ja, gucken wir mal, dass wir gleich mal den Laden zumachen. Und dann schauen wir mal, dass wir. Was wollte ich nochmal kaufen? Ah ja, die Eismaschine. Obwohl, ja, Eismaschine oder erweitern? Fragen über Fragen. Kommt drauf an, was die Eismaschine kostet. Schauen wir gleich. So, kommt jetzt hier noch? Da kommt noch jemand hin. Die geht sich da oben noch was bestellen. Jawohl. Zack, einmal Döner. Hallo? Bitteschön. Hallo? Ah, jetzt. Gut. Hammer. So, ich glaube, aber dann können wir so langsam den Laden schließen, oder? Ah, Moment, da kommt noch jemand. Den nehmen wir noch mit. Na toll, es geht ja noch da. Gut, okay, egal. Was? Schon wieder unbezahlte Rechnung? Alter Schwede. Zack, okay. Close. So, dann machen wir den Laden hier mal zu. Danke. Den Müll kannst du ruhig mitnehmen, Lady. So, der darf noch zu Ende essen. Ist jetzt oben noch einer? Hier ist immer noch nichts passiert, ne? Verdammt. Aber gut, vielleicht muss ich das doch erweitern. So, den Kollegen haben wir auch. So, jetzt gehen wir mal hier bei Amazon rein. Und schauen mal, wo gab's, wo ist denn das überhaupt? Spezialküche.
Verkauf. Hier. Waiter Station. Was ist eine Waiter Station? Kostet die 850? Keine Ahnung, was das Ding kann. Dreh das mal andersrum. Was ist denn das? So ein Getränke Ding oder sowas. Keine Ahnung, ich baue das mal. Na, komm. Ja. Das stellen wir mal dahin. So, braucht Strom. Kein Problem. Eine Steckdose bitte. So, die packen wir da unten hin. Zack, und Stromzufuhr eingesteckt. Jawohl, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, was kann das Ding denn? Einen Mitarbeiter anstellen, verkaufen. Abstellen. Ach, jetzt muss ich hier noch einen Mitarbeiter für einstellen oder was? Das so Wein oder was? Müsste das eigentlich, ist das da völlig fehlplatziert, ne? Naja, gut, egal. So, jetzt lass uns mal eben gucken. Lebensmittelgeschäft, wie sieht es hier aus? Fisch, ne, müssten wir mal wieder nachkaufen. Machen wir mal. Dann Zwiebeln können wir auch noch mal kaufen. Hier können wir noch was kaufen von Pommes, sind noch gar keine weggegangen. Ja, ich würde sagen, der Rest reicht erstmal. Der Hausmeister könnte mir mal helfen hier. So, rein damit. Zack. Aber mit dieser Bewertung, da muss ich noch mal gucken hier, ne? Ich habe, warte mal, Bewertungen Ihres Cafés sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg Ihres Gastronomiebetriebs. Erreiche Stufe 8 und schalte die Möglichkeit frei, die Leistung. Ah, warte mal. Moment. Nee, Statistik? Nee, wo ist das? Hier, Bewertung. Ah, da muss ich rein. Hey, hier ist der Sheriff Dries Owens. Ich sehe, dass die Dinge gut laufen. Das freut mich sehr. Da Sie neu in unserer Gegend sind, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir jedes Jahr ein Fastfood-Festival veranstalten. Setzen Sie also Pizza, Burger und Sushi auf Ihre Speisekarte und bereiten Sie sich auf einen großen Ansturm vor. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Okay. Ah, hier. Generell gibt es keine Freizeit im Restaurant. Ich empfehle es nicht. Was heißt hier keine Freizeit? Okay, man weiß es nicht. So, warte mal, der will noch mehr Pizzen oder sowas. Sushi California haben wir, Sushi Sky packen wir auch mit rein und Sushi Philadelphia. So, da müssen wir direkt mal gucken. Für 5 Euro auf gar keinen Fall. Warte mal. Machen wir mal für 8 Euro oder Dollar. Oha, ja, das geht hoch. Ja, da sind wir bei 15. So, haben wir so viel California drauf? Nein, haben wir nicht. Geht auch drauf. Wir machen jetzt hier verschiedenste Art und Weisen Sushi. Halt. Für 12. So, was wollte der? Burger? Hammer, ne? Warte mal, was haben wir hier? Döner, Big Mac, Double Cheeseburger, einen einfachen Cheesy machen wir noch mit drauf, Chicken Burger machen wir mit drauf, Hamburger machen wir mit drauf. So, wäre natürlich ein bisschen teurer. So, jawohl. Na? Ja.
Hamburger und Chicken Burger Dingens. Boah, Alter, wie viel haben wir? $277 bezahlt. Echt teuer, die ganze Nummer, ne? So, Pizza. Da sollten wir auch noch ein bisschen erweitern. Was haben wir denn hier? Pizza Pepperoni haben wir am Start. So, da kommt die Margherita mit drauf. Da kommt die Carbonara mit drauf. Die Pizza für Käse. Und die Pizza Country. Ja. Auf jeden Fall. Ja, wenn, dann müssen wir auch da gerüstet sein, ne? Würde ich sagen. So. Gucken wir mal, was wir da preislich machen. Die für 7. Ja, komm, Margarita für 6. Passt schon. Carbonara für 13. Pizza für Käse für 14. Und die Pizza Country für 12. Passt. So, sollten wir aber nochmal eben schnell aufs Lebensmittelgeschäft gucken und schauen, dass wir wirklich alles haben. Ja, sieht gut aus. Gut, alles klar, sehr schön. Da würde ich sagen, können wir hier direkt auch wieder ein Folgenende machen und schauen, dass wir hier in der nächsten Folge voll durchstarten. Gut, mit dem Teil muss ich jetzt mal gucken, da muss ich mir noch irgendwie einen Mitarbeiter organisieren, kriegen wir auch noch hin. Aber der Rest scheint hier so langsamer und sicher anfangen zu laufen. Ja, ich muss jetzt mal gucken, sorry, wie das jetzt wird mit dem Raum da oben. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Kohle scheffeln. 10.879 haben wir jetzt. 9.000 kostet das Ganze. Ich sage, ja, schon echt, ne? Es wären 1.879, die wir hätten. Das wäre schon geil, ne? Fast Food Festival da. Ja, läuft. Kriegen wir hin. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir es hinkriegen. Also, nächste Folge wahrscheinlich dann oben erweitern. Kriegen wir gebacken. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren und bewerten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.